Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ja, wir sind zurück zu Let's Play Sonic Generations. Ja, der klassische Sonic, der hatte im letzten Part seinen großen Auftritt. Oh Gott, wollen wir dem modernen Sonic nochmal eine Chance geben? Naja, müssen wir zwangsläufig, denn es geht um Rooftop Run aus Sonic Unleashed. Und ja, das müssen wir mit dem klassischen Sonic noch machen. Ob wir wollen oder nicht. Ob's uns nun passt oder nicht. Genau. Wir spielen das Level einfach mal und schauen, was draus entsteht. Yeah! Sehr schön, ich bin Omo Chao. Das wusstest du doch gar nicht, ne? Ja. Nein, ich kenne dich nicht. Du gibst nur komische Tipps, an die ich mich sowieso nicht halte. Also was soll's. Yeah! Oh Gott, ich leg schon wieder direkt hier mit Turbo los. Das kann nur übel werden. Aber was soll schon hier passieren? Großartig. Juhu! Oh Gott, ich seh's kommen, das wird übel. Obwohl es erinnert so ein bisschen an City Escape vielleicht. Hab ich Glück und es wird gar nicht so schlimm. Oh Gott, ja, das hätte zum Beispiel jetzt schon wieder übel enden können. Ja, damit konnte ja mal keiner rechnen. So. Konnte damit keiner rechnen? Naja, egal. Yeah! Sonic the Hedgehog! Tötet sie alle! Cool. Gefällt mir jetzt schon mal besser als Crisis City. Ich hab's halt nicht mit Sonic 2006, es ist einfach so. Oh Gott. Juhu! Und los geht's, Super Speed-Modus. Oh, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Oh mein Gott, Stacheln! Wie war das, man kann mit L... Ja, man kann ja die Seite so komisch wechseln, ist es ja in Ordnung. Ja, kein Ring gekriegt. Tausende Ringe vor mir und ich krieg keinen. Also, hallo. Hallo. Hallo, Yamchu. So, okay. Toll, jetzt habe ich keinen Super Turbo mehr. Jetzt bin ich nichts mehr wert. Ohne Super Turbo bin ich nur noch ein halber Igel. Juhu. Oh Gott. Auf der anderen Seite, vielleicht, wenn ich es ein bisschen langsamer angehen lasse, vielleicht komme ich dann auch besser an dieser Stelle hier durch. Okay, vielleicht aber auch nicht. Ja. Doch, doch, das hat gut geklappt. Yeah. Wuga. Da. Na. Und. Ja. Und. Ja. Und. Boah. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was ich da gesagt habe gerade, aber es macht Sinn, glaube ich. Gut, 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 gut. Und weiter geht's. Oh, das ist ein sehr schönes Level und schade, dass wir unterbrochen werden. Zu einer völlig ungünstigen Stelle auf jeden Fall. Bis gleich. Ach ja, das Telefon hat mal wieder geklingelt und ich wette mit euch, ja, dass mich das jetzt wieder rausgebracht hat. Ihr werdet sehen. Oh Gott, nein, hoffentlich nicht. Nein, jetzt habe ich vielleicht erst recht einen Lauf. Okay, erstmal abwarten, was hier ist. Okay. Juhu, ich fall trotzdem runter. Oh Gott, eine Kreissäge, na, wenn das mal nicht toll ist. Ja. Hahaha. Tja, Kumpel. Laser? 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 Und ha. Und ha. Und ha. Und Wuga. Sehr schön. Das läuft doch nicht gut. Das habe ich nicht gesehen. Ach Gott. Damn. Ach verdammt, ich kann keinen Turbo machen im Moment. Ist ja gut, ich hab's ja verstanden. Wow. Ey, da kann man ja Wandspuren machen, das sehe ich jetzt erst. Ah. Ja, okay, so viel zum Wandspuren. Jetzt ist gut. Kumpel, du machst mich nicht nochmal... Ringe verpasst, oder? Ich hab keinen einzigen Ring gerade gekriegt. Na toll. Ihr seid ja voll gemein. Nicht, dass mich das jetzt doch rausgebracht hat. So, Laser abwarten. Und rüber. So, okay. Und hierhin. Und hierhin. Und aufpassen, denn die Gefahr ist ja schließlich noch nicht gebannt. Juhu! Oh, nicht schon wieder denselben Fehler machen. Himmel! Oh Gott! Moment mal, doch nicht so flott hier. Ich sehe doch gar... Hallo Sonic. Oh, da... Nicht gut. Nicht gut.
Was ist denn hier los? Hallo? Künstler. Ich bin ein Künstler. Cool. Ich wollte schon immer ein Künstler sein. Gott. Ja, ich wusste es. Meine... Autsch. Meine Let's Plays sind Kunst. Ihr habt die bestätigt. Wie ging das nochmal hier? Wie geht das denn hier? Also... Okay. Irgendwie hat das eben nicht mit der A-Taste funktioniert. Und dann kann es auf einmal doch mit der A-Taste funktionieren. Und dann kommt hier ein riesengroßes schwingendes Pendel. Und dann kommen hier Luftballons und ich fall runter und sterbe. Ist das nicht toll? Ja, das ist herrlich. Das macht Spaß. Fuck, ich habe gar kein Leben mehr. Autsch! Oh Gott! Warum sagt mir das denn keiner? Ach du Lie... Ja, wie mache ich das jetzt hier? Oh Gott, das könnte aber schwer werden jetzt hier. So. Das war mir so klar. Wie geht das denn? Was? Wir machen den nächsten Cut. Juhu, alle 3 Minuten ein Cut. Ist das... So, da bin ich wieder. Und ich versuche nun wieder diese ballonkomische Kacke hier zu machen. Meine Güte. So viel zu der ballonkomischen Kacke. Ich werd bekloppt hier. Was ist denn das hier für ein Mist? Wieso kriege ich denn diese Stelle nicht gebacken? So schwer ist das doch gar nicht, oder? Sagt mir, dass es nicht so schwer ist. So, ich spring dran und dann werde ich doch eigentlich automatisch schon rüber befördert. Was hat mir da eben so Probleme gemacht? Okay, und dann komme ich hier hoch. So, bitte lass es nicht noch mehr solche Stellen geben. Oh Gott. Extra Leben? Soll ich es riskieren, für ein Extra Leben wieder runterzufallen? Ja, tue ich. Ja, so riskant war dieses Leben ja nicht. So. Okay. Das fällt doch runter. Ja, ja, das war klar. Ja, was? Hallo, ich habe die Stacheln nicht mal im Ansatz berührt, oder? Oh Gott, ja. Weißt du, wenn du mich nicht drauf lässt, dann gehe ich halt unter dir durch. Da kenn ich nix, ja? Oh Gott, weg hier. Und weg hier. So. Oh Gott! Oh, da habe ich aber gerade noch so rechtzeitig reagiert. Okay, okay, okay. Langt das mit einem beherzten Sprung? Oh Gott, hier muss man so vorsichtig sein. So, und weiter geht's. Oh Gott, was kommt hier noch alles? Und wann kommt endlich mal wieder ein Checkpoint? Da kommt ein Checkpoint. Seh. Ich werd hier noch sauer. Ja, ich weiß. Was ist denn das hier? Jetzt ist aber mal gut. Jetzt wechsle ich wieder in den Ernsthaftigkeitsmodus. Jetzt muss ich Skill beweisen. Oh Gott. Was zum Henker ist denn hier los? Cool. Wow, ich sehe überhaupt nichts mehr. Aber das macht doch nichts, weil wir sind bestimmt kurz vor dem Ziel und alles ist gut. Echt? Sind wir das? Wieso höre ich auf mich selbst? Sollte ich nicht tun. Sollte ich niemals tun. Auf mich selbst hören in einem Spiel, was ich nicht beherrsche, ist niemals gut. Das Gute ist, dass ich mich bei diesen ganzen Levels, die ihr gerade seht, noch nicht mal gespoilert habe. Das heißt, das ist wirklich blind für mich und das ist auch das Schöne daran. Echt? Ist es das? Er stellt sich gerade als ziemlich nachteilig für mich heraus, aber auf der anderen Seite... Wow, das hat gerade ziemlich perfekt funktioniert. Ich bin begeistert. Jawohl, jetzt läuft's. Was? Fighter, Turbo! Ja, das... So, von welcher Seite? Kommen Sie jetzt, okay. Okay. Autsch! Das habe ich jetzt nur für die Ringe riskiert. Oh, was? Sonst geht's euch aber noch gut, oder? Lasst mich jetzt in Ruhe! Danke! Oh, das war wieder heftig. Oh, 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 oh. Was erwartet mich erst auf Planet Wisp? Was erwartet mich auf Planet Wisp? Oh Gott. Oh Gott.
Aber genug gewispert. Wir haben einen weiteren Charakter freigeschaltet. Den guten alten Typi hier, wie hieß er noch? Sieht aus wie ein Kremling. Danke, Sonic. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jemand kontrolliert dieses Monster. Deine Mutter. Sonic stimmt mir dazu. Vector war es, genau, Vector. Jemand muss dahinter stecken. Wir müssen uns darum kümmern, Sonic. Alternativ kannst du mir auch meine schuppigen Hintern kraulen. Ja. Ich stehe dazu, dass ich das gesagt habe. So. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das habe ich mir eben so beschlossen. Aber nicht mit dem modernen Sonic. Ich würde mal sagen, wir betreten Sonic Colors erstmalig mit einem klassischen Sonic. Mit einem Sonic, der nur von links nach rechts laufen kann. Das musste man in Sonic Colors zwar eh meistens, die, aber das ist egal. Das zählt nicht. Klassischer Sonic. Betrete Planet Wisp. Ach, Sonic Colors. Da kann ich wieder Geschichten erzählen. Ich mag Sonic Colors. Ich war übelst schlecht in Sonic Colors, aber ich mag das Spiel. Blöcke mit Stachelsymbol. Kannst du nur mit deiner, mit der Farbenergie irgendwas? Ach, leck mich. Halt mit der ultimativen Stachelpower. Und los geht's. Cool, habe ich hier meine Wisps? Scheint so. Sieht so aus, als hätte ich hier meine Wisps. Gott, das Level sieht wirklich in der klassischen Variante sehr interessant aus, muss ich wirklich sagen. Jetzt schon. Obwohl ich erst die ersten Meter betreten habe. Interessant umgesetzt. Aber schon jetzt ziemlich nervig. Nein. Tatsache! Wir können uns wispern! Wir können in Stachelkugelform uns... Genau. Ist das cool? Ist das cool? Juhu! Sonic Colors Power! Yeah! Autsch! Ja, wir sind nicht unverwundbar in dieser Form. Oh Gott. Ja, und schon sind wir wieder hier. Das wollte ich auch, weil... Genau. Deswegen, damit wir das nochmal machen können, und zwar besser. Also quasi in richtig. Nicht in falsch, sondern in richtig. Nämlich so. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott. Was sind denn das hier für Würmer schon wieder? Schalke-Würmer sind hier unter... Au! Ja. Sie sind sauer, weil Schalke verloren hat. Und nein. Zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, hat Schalke ja gar nicht verloren. Wenn ihr wissen wollt, wann diese Aufnahme entstanden ist, wir haben Montag, den 26. März. Und Schalke hat erst ein 2:0... Ein 2:0-Sieg gegen Leverkusen hinter sich. Ist das nicht herrlich? So, genug Fußball für heute. Da sieht sich das mal einer an. Das ist eine sehr interessante Variante. Und ich mache hier weiter. So, zack. Und gehe nach oben. Ja, und schon. Gehe ich hier lang. Ja. Ich kann's halt. Ja. Genau wie dieser Wurm. Der kann's auch. Der kann mich vor allem ärgern. Aber das lasse ich nicht zu. Denn ich bin Sonic. Und Sonic kann schließlich wieder hochfahren, weil er denkt, er hat was vergessen. Aber er hat gar nichts vergessen. Das ist wie, ihr fahrt in den Urlaub und denkt, oh mein Gott, ich habe den Herd angelassen. Dabei habt ihr den Herd gar nicht angelassen. Oder so. Genau. Ach Gott. Ja. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's auch, Sonic. Macht doch keine Scheiße. Echt? Eigentlich bin ich derjenige, der die Scheiße macht, oder? So. Ah, da oben haben wir wieder, Super Wisp Power. Und nutzen sie nicht. Denn ich will hier lang. Oh Gott. Das könnte eine böse Sprungpassage werden. Und? Nein, sie ist nicht so böse, wie ich dachte. Oh Gott! Das hat sogar funktioniert. Ah, und? Nein, 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 nein. So, Wispy Boy. Wuga!
Ich meine Spikes! Yeah! Ja, so geht das. Was? Ach, egal. Nein! Jetzt fährt das Ding wieder zurück. So. Und alles richtig gemacht. Jawohl. Und schon geht das weiter hier. Ja. Ja, da habe ich mir jetzt selbst den Weg versperrt. Aber glücklicherweise haben wir ja noch diesen Wisp hier. Und machen nur das hier, um wieder hochzufahren. Weil wir können es halt. Es ist so, es gibt nicht viele Sonics, die es können. Aber ich kann's. Was? Egal. Nein, du bleibst hier. Hier geblieben, Freundchen. Der Job ist noch nicht erledigt. So, wir haben wieder eine Brücke gebaut. Da wird sich der Troll freuen. Hey! Und wir sind hier. Perfekt. Wunderbar. Und machen an dieser Stelle Schluss für heute. Und sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich hoffe, das hier nicht zu versauen. Bis dann.